Ja, hallo ihr Lieben. Wir wollen jetzt mal schauen auf deine aktuelle Liebessituation, was hier zu sagen ist. Bedenke bitte, diese Legung kann mit dir in Resonanz gehen, muss aber nicht. Achte hier immer auf dein Bauchgefühl und wie deine jetzige Liebessituation denn ist. Ich arbeite hier mit den Runen-Orakel von Antara Reimann und Roland Scholz vom Schirner Verlag und mit den ABC-Bildkarten von der Britta Remmel. Ja, wir wollen jetzt mal hier reinschauen. Ich würde mal sagen, drei Karten rausspringen lassen und dann schauen wir mal, was hier deine aktuelle Liebessituation ist. Da will die erste auch schon raus. Gucken wir noch weiter. Die aktuelle Liebessituation meines Zuschauers, meiner Zuschauer. Irgendeine Karte hat sich umgedreht, okay. Die aktuelle Liebessituation meines Zuschauers. Das ist die aktuelle Liebessituation. Okay. Ja, ich werde mir jetzt hier mal die Karten umblättern und anschauen und dann mehr dazu sagen. Also, es geht jetzt hier darum, mal zu hinterfragen, was dir deine jetzige Liebessituation dir hier sagen möchte. Mit der Turisas steht dir hier erstmal der unbegrenzte Schutz und die Energieverfügung, hier etwas zu sprengen, was vielleicht für dich hier nicht mehr bestimmt ist. Die drei Nonnen, die fordern dich hier auf, deine aktuelle Liebessituation einmal zu hinterfragen. Was der Sinn denn an deiner Liebessituation ist. Es geht also hier wirklich um die Status von Beziehungen. Ob das jetzt direkt deine Liebesbeziehung ist oder eine Beziehung zu einem Wunschpartner oder zu einem anderen Menschen. Ja, also deine Beziehung möchte dir hier wirklich sagen, deine aktuelle Liebessituation, dass du hier diese Verbindung mal hinterfragen sollst, ja. Dir steht auch hier der Schutz zur Verfügung bei dieser Hinterfragung und wenn du hier dich entscheidest, irgendeine Situation zu verlassen, dann bekommst du hier auch diesen Schutz von der Turisas mit. Jetzt mal schauen, um was geht es denn hier genauer? Um was geht es hier genauer in dieser Verbindung? Möchte hier gesagt werden. Okay. Also, ich lege mal die Karten hier hin. Also in deiner aktuellen Liebessituation verfolgst du hier gerade deine Ziele und machst dir Gedanken darüber, was dir noch Energie hier bringt in der Form von der Lampe. Also und was nicht, das hinterfragst du gerade in deiner Liebessituation. Ja, es kann natürlich auch sein, dass mit der Turisas hier eine Energie hereinkam, die irgendeine Liebessituation oder die irgendwas in deinem Leben zerstört hat, in deiner Beziehung. Du aber jetzt mit den Nonnen den Sinn noch in dieser Beziehung suchst und deswegen dir hier wirklich Gedanken darüber machst, was dir das noch bringt, ja, was dir das, ob dir das die Energie raubt oder ob dir das noch Energie gibt und ob das noch gut für dich ist. Ja, was ist denn hier noch zu sagen? Was ist hier noch zu sagen? Also du verfolgst auf jeden Fall deine Ziele, wie schon gesagt. Du bist wirklich hier in deiner Situation so, dass du hier wirklich schauen möchtest, wohin du jetzt gehen möchtest. Natürlich machst du dir auch die Gedanken darüber, ob du hier jetzt die richtige Entscheidung treffen wirst in deinem Leben, ja. Die drei Nornen, die helfen dir hier die Lebensfäden immer neu zu spinnen. Sie helfen dir, eine Situation zu verlassen, etwas zum Abschluss zu bringen. Und mit diesen drei Nornen kannst du hier auch neue Lebensfäden spinnen. Also du entscheidest immer selbst, wie deine Situation und dein weiteres Leben hier in der Liebe aussehen soll. Wir wollen jetzt mal noch fragen, was geht denn hier mit der Turisas? Was ist mit der Turisas gemeint? Ja, mit der Turisas ist gemeint, dass du hier wieder Stufe für Stufe nach oben steigst, dass du einfach hier wieder mehr Kraft hast. Vielleicht fühlst du dich ja ausgelaugt in deiner Liebessituation und das macht dich irgendwie fertig und du kommst da nicht weiter. Und jetzt suchst du hier mit dieser
Energie, ja, mit dieser Karte, wie du wieder mehr Energie in dein Leben bringen kannst. Vielleicht auch wieder mehr Energie in deine Liebessituation. Ja, das kann hier alles Mögliche sein. Auf jeden Fall verfolgst du hier deine Ziele, schaust deine Gedanken an, schaust vielleicht auch deine Gefühle an und wo du hier gerne hin möchtest. Ich möchte jetzt hier mal noch eine Gesamtrune ziehen auf deine Liebessituation hier. Welche Rune geht mit dieser Liebesbeziehung? Und das ist die Rune Isa. Also, die Rune Isa fordert dich hier auf zu einem Stillstand, ja. Du sollst hier wirklich mit dieser Rune einmal innehalten und ja, einfach mal die Energie jetzt hier zur Beruhigung bringen. Ich weiß ja nicht, was hier in deiner Liebessituation passiert ist. Aber hier ist wirklich der Stillstand und du sollst dich jetzt hier wirklich auf deine innere Ruhe besinnen, ja, dich wirklich hier erden, nach innen kehren und einfach mal hier jetzt nichts tun, sondern wirklich nur deine Gefühle und Gedanken beobachten und dich dann dazu entscheiden, was du hier wirklich noch in deinem Leben haben möchtest. Ja, also die Isa, die lässt dich hier wirklich den Augenblick wahrnehmen. Sie gibt dir Klarheit darüber, was jetzt wirklich wirkt und was jetzt hier wirklich wichtig in deinem Leben ist. Sie bringt dir auch hier eine ganz gute Konzentration auf die Dinge, die wichtig sind. Deine Aufmerksamkeit stimmen sich also harmonisch aufeinander ab. Und du wirst somit mit der Isa hier in die Verbindung gehen, also in deine innere Verbundenheit. Also mach dir hier in deiner Liebessituation wirklich bewusst, was dir hier gut tut, ja. Schau dir diese Verbindung, die du vielleicht gerade zu einem Menschen hast, an. Guck nach deinen Gedanken, guck nach deinen Gefühlen und entscheide aus deinem Bauchgefühl heraus, was hier für dich am wichtigsten ist. Denn du hast hier mit der Turisas den Schutz und die unbegrenzte Energie. Denn dein Ziel ist es hier wieder zu mehr Lebensfreude und zu mehr Energie im Leben jetzt zu kommen. Ja, damit wünsche ich dir hier noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald.